Herzlich willkommen am Drifthanseldeich. Ich bin der Drifthansel. Heute möchte ich euch einmal ein bisschen den Waldplatz vorstellen. Unter die Bäume ist kein Maut sitzen. Er ist der naturbelassenste Bereich bei uns am Deich. Es ist auch das sonnenreichste Platzerl. Da haben wir am meisten Sonne. Ist genau gegenüber vom Haus. Auf 50 Meter kann man kein Maut sitzen. 4 bis 6 Leute. Kein Problem. Man kann mit dem Auto zum Ausladeplatz 3 fahren und danach mit dem Tuk-Tuk eigentlich Gas rundherum zum Angelplatz. Selbst wenn der ganze Teich im Schatten verschwunden ist, hast du dort noch immer ein bisschen Sonnenplatz. Der Bereich bei der kleinen roten Kiefer ist als Weltspot besonders beliebt. Vom Daumen bis zum Steg aus fischen viele gern hin. Das ist natürlich ideal vom Wald aus zum Erreichen. Abspannen ist auf dem Platz nicht möglich. Nur über die Stippwurten auslegen. Ansonsten Karpfen, Feeder, Schwimmer, alles überhaupt kein Problem. Der Weg vorne ist befestigt, mehr aber auch nicht. Auf der rechten Seite bei der Schongebietstafel ist eine untergangene Insel. Das ist ein idealer Laichplatz und Versteckmöglichkeiten für alle Fisch. Strom gibt es leider keinen an diesem Platz, dafür WLAN. 2017 ist der Uferbereich saniert worden, mittlerweile ist die Kanten abgebrochen, das ist eine leicht flache Zone aussehen. Danach hat man scharfe Kanten und ein geiles Gravel zum Fischen. Besonders geil ist natürlich, dass du eigentlich nirgends den Verkehr hast. Es läuft keiner irgendwo um oder sonst was, du bist wirklich eigentlich in deinem Bereich alleinig. Besonders geil ist unter die Bäume sitzen im Freien. Wenn ihr weitere Infos haben wollt, www.drifthanseldeich.at, schreibt mir E-Mail, schreibt mir WhatsApp, ruft an, ist kein Problem, Reservierung jederzeit möglich. Und dann wünsche ich ein kräftiges Petri-Heil, wo immer ihr seid. Vielleicht sehen wir uns ja mal in der wunderschönen Südsteiermark. Wie denkt? So, da sehen wir gleich an. Spitztafel ist auch untergegangen, eine Unter...